Ja, so ein Kunstrasen hat ja auch seine Vorteile. Ne? Braucht man nicht zu schneiden. Nicht? Also nicht so oft. Kann man sagen, so gut wie nicht so oft. Nicht? Nehmen wir an, dass so ein Kunstrasen, dass der erwachst. Oh ja, durch die ganze chemische Luft, wo da so um uns herum. Jo, geh fort. Wenn schon das Gras von der ganzen Umwelt kaputt geht, nehme ich an, dass so ein Kunstrasen, dass der wächst. Ja, wir haben ja früher, haben wir ja hier richtiges Gras gehabt. Nicht? Habe ich auch immer geschnitten, so auf die Länge. Deswegen gehe ich heute immer noch mit dem Rasenmäher so. Kann man sagen, das macht die Gewohnheit. Jo, den Rasenmäher habe ich vom Steinmal für uns. Der wollte den fortschmeißen. Heißt also, du brauchst doch den Rasenmäher nicht fortzuschmeißen, der ist doch noch gut. Sagt er, nee, den schmeiß ich fort. Heißt also, du brauchst doch den Rasenmäher fortzuschmeißen, der ist doch noch gut. Sagt er, nee, den schmeiß ich fort. Heißt also, Alfons, du brauchst doch den Rasenmäher nicht fortzuschmeißen. Ja, nee, ich sag's nur, ne? Heißt er, der ist doch noch gut, ne? Sagt er, nee, den schmeiß ich fort. Heißt er, Alfons, jetzt mach doch kein Dinger, du brauchst doch den Rasen nicht fortzuschmeißen, der ist doch noch gut. Ne? Und da habe ich mir den geholt, ne? Da habe ich den Kunstrasen allerdings schon gehabt, ne? Also jetzt in dem Sinn hätte ich den Rasenmäher eigentlich gar nicht gebraucht. Nicht? Aber wenn ich ihn brauche, den hätte ich ihn halt auch. Jo, er hat sich ja damals so Elektrorasenmäher geholt, nicht? Welche, wie hat er gesagt, welche der Lärmbelästigung. Er sagt, der Benzinrasenmäher ist viel lauter. Jo, auch der braucht nicht viel. Ne? Also man kann jetzt nicht sagen, wie bei einem Auto oder einem Motorrad auf 100 Kilometer so jetzt nicht. Naja, kann man nicht sagen. Nicht. In der Garage habe ich so 5 Liter Kanister mit so 5 Liter. Nicht? Jo, wenn er voll ist. Nicht? Und der Kanister. Und dann habe ich gestern den letzten Tropfen drin gemacht. Ne? War er nur halb voll. Ne? Ich wollte ja da ursprünglich, wollte ich ja auch alles mit so Waschbetonplatte machen, wie da hin auch. Nicht? Wo ich mit so Waschbetonplatte wollte ich das machen, so ursprünglich. Nicht? Wollte ich alles mit so Waschbetonplatte. Jo, nein, ich sage es nur. Nicht? Alles mit so Waschbetonplatte machen, nicht? Aber hat man auch den Äger mit dem Gras, nicht? Jetzt kommt zwischen der Fuhre durch. Nicht? Geh fort. Nicht? So bleibt jetzt so. Nicht? Wenn der da Rasen muss, sehr dreckig ist, nicht? Dann ist doch hier an der Rasenmäher so ein Schamponierzusatz. Nicht? Und das habe ich so umgebaut, kann man da vorne dran machen. Nicht? Gibt so eine chemische Flüssigkeit, die hole ich dann unverdünnt. Kann mit dem Schlauch kann man das abspritzen. Es wird wunderbar. Nicht? Wunderbar. Nicht? Wie frisches Gras. Es wird wunderbar. Wie frisches Gras. Nicht? Wenn ich Ihnen sage. Nicht? Ja, wir haben, früher haben wir ja da vorne alles mit Obstbäumen zugehört. Nicht? Das habe ich gar nicht gesagt. Ah ja, so können wir es auch machen. Mir ist das egal. Jo, geh fort. Ne? Nee, wissen Sie, und da hat am Schluss die Äpfel so komisch geschmeckt. Ne? Haben wir es dann weggemacht. Ne?
hat man Ihnen jetzt erklärt, was Äpfel sind. Das kommt, das kommt alles von dieser Umwelt. Ich habe zum Hilde gesagt, die füttere uns so lange mit Gift, bis wir, wenn wir mal frisches Obst essen, das vorher in die chemische Reinigung kommen. Um jetzt nochmal drauf zurückzukommen, es ist ja auch irgendwie gegen die Natur vom Mensch auf dem Gras herumzulaufen. Weil überall in den Parks steht doch Betreten verboten, nicht? Oder Fußballspielen verboten, nicht? In den Stadionen, nicht? Tun die da drauf. Mir tut das manchmal regelrecht weh. Ja, hier wird ja demnächst vielleicht alles asphaltiert. Ne? Umgehungsstraße geplant. Mitte durch mein Garten. Umgehungsstraße geplant. Mitte durch mein Garten. Also Umgehungsstraße geplant. Mitte durch mein Garten. Umgehungsstraße geplant. Weil, wie haben Sie gesagt, Sie würde hier eine Umgehungsstraße machen, wenn dann später hier ein Stau ist, damit dann die Umleitung durch die Stadtmitte besser funktioniert. Ja, ja, da haben sie Bürgerinitiative haben sie da gegründet mit Unterschriften, ne? Wegen dem Fachwerkhaus. Ne? Ich habe gesagt, normal würde ich nicht unterschreiben. Ja, nichts, aber das sage ich Ihnen jetzt schon. Ne? Müssen Sie jetzt wieder heim oder was? Es dauert, ein bisschen dauert es noch. Ne? Das ist ja schon. Ich habe gesagt, normal würde ich nicht unterschreiben. Jetzt kommt die Stelle für Sie. Ich habe gesagt, aber dass das alte Haus abgerissen wird, finde ich gut. Im Hilde ist der Schwester. Wissen Sie, ob Sie die kennen? Die Hilde ist der Schwester. Die sind gegen alles. Die sind gegen alles. Die sind gegen Atomkraftwerke, wäschen sich aber mit Kernseife. Putzt nur noch mit Schmierseife. Ist neulich der Herbert, sein Mann, ausgerutscht. Oberschenkel, Hals gebrochen. Nicht? Aber er hätte sein Idealgewicht. Wisst ihr, die essen nur noch Salat. Nicht? An allem müssen dort die Körner dran sind. Die sind schon so auf die Körner eingeschworen. Ich glaube, dass die auf der Toilette statt Toilettepapier grobkörniges Schmichelpapier. Ja, die haben da eine feste Meinung. Die ist unbedingt. Und zwar sofort. Ja, das ist bei denen wie eine Fata Morgana theoretisch gesehen. Das sind Adi. Das sind Adi. Die im Biolade heimlich, wenn keiner guckt, nicht? Unter der Theke die Steaksgrabe. Naja, komm. Habe ich selbst gemacht, sieht gut aus, ne? Also die Partybeleuchtung habe ich kauf, weil die kriegt man ja normal nicht so durchgehend an einem. Das sind normal, sind das hier nur so Lichtkette. So Lichtkette. Wie bei der Weihnachtsbeleuchtung, haben Sie schon mal gesehen. Habe ich zwei Lichtkette habe ich geholt, die habe ich dann da in der Mitte zusammen gemacht, damit es ich bin ja froh, wenn Sie das verstanden haben, aber
Ich will es Ihnen ja erklären, Sie sollen ja noch was lernen. Nicht? Habe ich da in der Mitte zusammen gemacht, damit es halt, stehe. Und habe da an den Endstücke habe ich neue Kupplungen drin gemacht, weil es interessiert Sie ja. Ne? Das wäre jetzt auch egal. Nicht? Und habe ich neue Kupplungen drin gemacht, weil man muss ja aufpassen, dass die Plusphase in dem Ecke mit der Plusphase in dem Ecke dass sagen wir mal, aber sieht gut aus, ne? Der Meierkurt, mein Nachbar, hat gesagt, ihn würde es wundern, dass es überhaupt geht. Er sagt, wenn du es gemacht hättest, er sagt, wäre man zum ersten Mal einer Meinung. Das sind jetzt alles noch einfache Zusammenhänge. Aber wie das zum Beispiel bei den Computern, wie das so alles zusammenhängt. Im Einzelnen. Da gibt es jetzt bei den Computern, haben sie so ein modernes Wort für Komfort. Wie sagen sie so? Rationalisiert. Das ist, wie soll ich Ihnen das jetzt erklären, sagen, wenn früher jemand in einer Firma lange Zeit gut geschafft hat, ist der befördert worden. Nicht? Wenn das ist heute zwar auch noch, nur früher haben sie den in die nächste Gehaltsgruppe befördert und heutzutage an die frische Luft. Und gut, kann man so auch nicht sehen, es gibt ja keine frische Luft mehr, nicht? Aber und wo sind heutzutage keine Computer? Ne? Wir haben im Stefan an der letzten Weihnachten, da meinem Sohn an der letzten Weihnachten, an der vergangenen Weihnachten, an der letzten, also Computer gekauft mit so Computerspielen und das ist interessant. Ne? Das ist interessant. Ne? Hat der ein Computerspiel, das heißt, jetzt warten wir wie. Nicht Klasse treffen. Messer werfen. Hat sich schon neulich ein Nachbar beschwert, weil ich der Rasenmäher handhaben muss. Das wäre wie Störung der Mittagspause. Ah, ich sage, ja, ist das mein Mittagspause oder ist das dein Mittagspause? Ich kann doch mit meiner Zeit anfangen, was ich will. Nicht? Also. Es gibt Leute, die sind so blöd, die merken es nicht und geben es noch zu. Sagen Sie mal, wissen Sie eigentlich, warum man alte Batterien sammeln muss, bevor man die fortschmeißt? Nee, mir macht das nichts aus. Nicht? Wir haben in der Küche haben wir so einen Schuhkarton und da kommen die alten Batterien kommen dort rein und wenn der Karton voll ist, wird er fortgeschmissen. Was mich hier einmal interessieren wird, ist, warum man jetzt bei einem Unfall, bei der Mund-zu-Mund-Beatmung, warum man da Plastikhandschuhe anziehen muss. Interessiert mich nicht. Hä? Geh fort. Oh, hier, uff.
Jo, vielleicht wenn der fettige Hor hat oder. Geht mich nichts an. Sollen machen, was sie wollen. So, jetzt gehe ich mir noch die Leiter holen. Wollte nämlich noch die Hecke schneiden, soweit wie ich komme. Jetzt, wo habe ich die Leiter hingestellt? Jetzt warten wir. Ah, ja, eine Sekunde. Laumann, Herbert Laumann, komme von der städtischen Stadt. Ja, hier ist eine Umgehungsstraße geplant, nicht? Und nun müssen natürlich im Vorfeld einige Gutachten entstellt werden. Unter anderem die geologische Situation geprüft, soll heißen, gibt es hier zum Beispiel eine Wasserader. Eigentlich sollte ja mein Kollege die Aufgabe übernehmen, aber aufgrund seiner doch etwas starken Transpiration ist man der Meinung, er sei schon ein lebendes Feuchtbiotop. Ich war wohl auch schon einige Male mit der Wünschelrute unterwegs. Hab aber noch nie etwas gefunden. Ich meine, gut, den Rhein habe ich entdeckt. Aber ansonsten, was halt so rumliegt, Cola-Dosen, Mülltüten. Einmal glaubte ich im Keller des Rathauses eine Quelle entdeckt zu haben, aber es war die Bierleitung einer Party-Zapfanlage. Interessantester Fund war am 23. September bzw. am 4. März letzten Jahres. In den frühen Morgenstunden 7.45 Uhr fand ich in einem Vorgarten hinter einem Rhododendronstrauch unseren Bürgermeister sturzbetrunken. Naja, dann wollen wir mal anfangen. Bleibt noch viel Glück zu wünschen.
Heller im letzten Ecke hat sie gestanden. Immer eh nur was braucht. Trepp Nuff, Trepp runter. Ich bin ja wegen der geplante Umgehungsstraße, wo sie schon seit 10 Jahren drüber schwätzen, schon so. Jedes Mal, wenn ich in der Garde komme, gucke ich, ob da ein Auto kommt. Die haben bei uns vor ein paar Wochen draußen vorm Haus die Straße neu gemacht, asphaltiert. Wie sie fertig waren, kommt die Post. Ja, wie ich im Kabelfernsehen. Wie die fertig waren, der Dreck gleichmäßig im Haus verteilt, kommt die Stadt, ist denen hingefallen. Ja, sie könnte stelleweise die Gasleitung erneuern. Können Sie mal gucken, wie die Straße aussieht. Schlimmer wie vorher. Und ich vermute, dass deswegen auch unser Fernseher kaputt ist. Ne? Dass die das ans Gas angeschlossen haben oder. Mitte im Film. Mitte im Film. Mitte im Film. Fernseher kaputt. Habe ich das Gerät mal aufgeschraubt. So ist in einem Fernsehgerät mehr durcheinander wie bei allen Fernsehanstalten zusammen. Habe ich mal ein Programmheft geguckt, was das überhaupt für ein Film ist. Gar nicht drin gestanden. Habe ich zum Hilde gesagt, jetzt bringe die schon Filme und schreibe es nicht ins Programmheft. Manchmal wäre es auch besser, ne? Jetzt haben wir da gesitzt und auf das Fernsehen geguckt. Ist man so irritiert. Ne? Ist ja oft, wo man sagt, heute oben kommt nichts am Fernsehen, nicht? Aber es bewegt sich wenigstens was. Ne? Aber man muss es gucken. Ne? Man muss es gucken, nicht? Weil die Gebühren umsonst bezahlen, das gönne ich denen nicht. Gern lade ich mir Gäste ein. Ein dramatischer Akt von und mit Kurt Meier. Ich habe zum Hilde schon gesagt, das ist die reinste Aufführung. Nicht? Wie die sich als Aufführung. Ah, da wird nicht jeder eingeladen, wissen Sie. Nur da die Feine. Nicht? Guten Abend, gnädige Frau. Und wenn die gnädige Frau sich rumdreht, bohrt der gnädige Herr in die Nase. Aber ordentlich. Ne? Daher kommt wahrscheinlich auch der Begriff akademische Viertelstunde. Ne? Au, oh, jeder, wo er hinkommt, kriegt ein Glas Sekt oder was das ist. Aber da kriege ich ja so drin. Ah, da fehlt nur noch der Im Moment wollte ich sagen, es fehlt nur noch der Schindler Gregor, wo ist er schon. Nicht? Ja, die all in einer Sack gesteckt und draufgeschlagen, trefft man immer richtig. Nicht? Das sind die richtigen zusammen. Au, der Becher Meister. Dunkelblaue Jacke, weiße Hose, aber nicht ganz sauber. Der Schindler Gregor schleicht um den Herr Doktor drumherum, du wie die Schlangen um den. Emtskollapsstab, oder? Jo, geht, was? Stört mich ja nicht, dass die so laut sind. Ja, man muss nur mit den Leuten schwätzen, ne? Ich habe im Stefan schon oft gesagt, wenn irgendjemand in irgendeiner Hinsicht zu dir was sagt, wie ich dir eine ganze Einladung, dir eine ganze Oh, das hat sich nicht gut angehört, ne? Geh mal gucken, was passiert ist. Alle bis gleich, ne?
nicht viel passiert. Dem Anna gerade nur so drauf gefahren. Nicht? Nicht aufgepasst. Er hätte noch die Stopplichter von dem Anna gesehen, wollte noch tun, nicht? Und Scheibenwischer angemacht. Nicht? Wie man so schön sagt, der Anna ist nicht vorne dran hergefahren. Nicht? Der Martin sagt immer, der schafft ja bei der Polizei. Ne? Der sagt immer, jetzt warten wir wie. Nachdem sich der Wagen 8-mal überschlug, verlor der Fahrer die Gewalt über sein Fahrzeug. Ich habe ja so, Gott sei Dank, noch nichts am Auto gehabt. Ne? Zilde hat mir den Schirm dran geschlagen. Ne? Ja, das hat mir gelangt. Ne? Emo habe ich geträumt, es Hilde hätte der Führerschein gemacht. Ich bin wach vor, ich war batschnass geschwitzt. Ich bin in die Garage, gucke, ob nichts am Auto ist. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob Sie immer noch so im Einzelnen wissen, was Sie so geträumt haben. Überhaupt drauf kommen. Also manchmal fallen eben die schwerste Sache nicht in. Nicht? Und das andere Mal kommt es an einen herangeflohen. Kommt es einem in den Sinn. Nicht? Wie da bei dem, wie sagen Sie da, mit dem telepathisch. Ich habe ja immer gemeint, Telepathie wäre eine Fernsehgesellschaft. Nicht? Ah ja, weil das Telepathische ist ja eine Übertragung von Gedanken. Nicht? Weil im Lexikon steht ja, unter Telepathie siehe Gedankenübertragung. Nicht? Und bei Gedankenübertragung steht, Übertragung von Gedanken an Personen. Ja, du lieber Gott. Ohne Vermittlung der Sinnesorgane. Also sinnloses Zeug, gedankenlos übertragen. Ne? Das brauche ich schon jetzt wiederholen. Ne? Ist ja nicht gesagt, ob es was nützt. Ne? Wo ich gerade sage, ob es was nützt. Wenn bei uns die Müllabfuhr da war, ne? Und der Stefan geht zu Hause raus, sage ich immer, pass auf, dass nicht über den Mülleimer falsch. Ich will damit sagen, er soll den Mülleimer wieder zurück in den Hof stellen. Aber da schickt man ja Wasser gegen eine heiße Kuhhaut. Sprichwort. Die haben bei uns an der Stelle weiß, ja so Container jetzt da aufgestellt, da wie ich in der einzelnen Glassorte, da wie ich in eine Flasche. Wie sagen sie da? Recycling, haben Sie auch schon mal gehört, ne? Recycling. Das ist, wo sie Abfälle wiederverwenden. Also Wiederverwendung von Abfällen. So. Wie soll ich Ihnen das erklären? Sagen wir mal, wenn die. Alte Autoreife, sagen wir mal. Nicht? Wenn die alte Autoreife so zermahlen, wie so ganz fein zermahlen, wie so ein schwarzes Pulver, nicht? Ganz fein so zermahlen. Nicht? Und mache das Pulver an Hühnerfutter. Nicht? Und dann lege die Hühner rund erneuerte Eier. Okay. Okay. Nee, hallo, nee, es war Späßchen. War Späßchen. Schandig, mach schon mal Späßchen. Ah, war gut. Über sowas kenne ich nicht kaputt lachen. Sie jetzt nicht so, ne? Naja, gut. Ah, Schandig, mach schon mal Späßchen. Ne? Zwischendurch ein Späßchen in Ehren kann keinem. Nö. Gibt's da so ein so Sprichwort, ne? Über sowas kenne ich mich kaputt lachen. Wirklich. Naja, gut. Ich stelle es gerne noch einmal Befehl, aber es muss nicht sein. Ach, nee, ach du lieber Gott. Nicht. Nee, wisst ihr, deswegen werfe ich auch nicht gern was fort. Ne?
Weil es kommt ja durch das Recycling immer irgendwie noch einmal zurück. Ne? Ob man es dann gebrauchen kann. Ne? Ja, angenommen, gibt es doch das Bekannte, gibt es so ein prominentes Beispiel da mit der Blechdose. Ne? Ja, eine Blechdose, werfe die Blechdose, werfe sie weg, dann kommt die Blechdose durch das Recycling noch einmal zurück und Deckel ist ab. Ja gut, vielleicht ein anderes Beispiel, wo sie nicht so gut kennen. Ne? Angenommen, sie haben einen Plastikeimer. Alter Plastikeimer mit einem angebrochenen Sack Zement. Und da sahen sie sich, ach Gott, wann brauche ich das Zeug im Monat? Dann werfen sie weg. Irgendwann brauchen sie denn einen Plastikeimer mit dem angebrochenen Sack Zement nicht? Ja, ist das mittlerweile durch das Recycling, sind das Joghurtbecher mit Quarkspeise? Man weiß, was aus uns immer wird. Ne? Wenn wir mal nicht mehr Dosen, ne? Vielleicht auch Joghurtbecher oder Umleimer für ihr Holzblatt. Man weiß es nicht. Ne? Man weiß es nicht. Ne? Ich muss ja morgen, muss ich schon mit der Beerdigung gehen. Wagner Heinrich, 58 Jahre, war bei uns im Verein. Sie ist, nee, morgen geht's hier gar nicht. An der Container bestellt für den Garten. Ne? 5 Kubikmeter sind so die kleinsten. Ne? Oh ja Gott, vor das bisschen Gras und die paar Hecke. Ne? Nee, wenn der Container kommt, kann ich nicht mehr die Beerdigung geben. Sag, ausgerechnet morgen. Ne? Ich glaube, dem Heinrich wäre das auch gar nicht recht. Ne? Immer gesund. Nicht geracht, nichts getrunken. Mo Gläschen Bier, Gläschen Wein, du lieber Gott. Nicht? Komm ins Krankenhaus und war schon nichts mehr zu machen. Ne? Ja, das ist... Seine Tochter studiert ja in München. Ne? Ich finde das ja praktisch mit den Containern. Ne? Ah ja, wir haben früher haben wir hier Komposthaufen gehabt, nicht? Aber die Container kann man bestellen, wäre abgeholt und fertig. Ne? 58 ist ja auch kein Alter. Ne? Gibt da die 7 Kubikmeter, ne? Aber die sind mir zu groß, die brauche ich nicht. Ich vermute aber auch, dass der Schindler Gregor, das ist ja der Vorsitzende bei uns da vom Verein, dass der mit der Beerdigung geht, dass der auch ein paar Worte spricht und so. Der macht das immer ganz gut und hat immer so die passenden Worte, nicht? Ah, an der Fasnacht bei der Bütterette und so, ne? Nur bei der letzten Phase nach hat die Stadt so ein bisschen aufs Korn genommen. Ne? Sagt er, dort wo das Rathaus steht, käme eine Getränkegroßhandlung hin, die Flasche wäre schon da. Ne? Ist gut angekommen, ich, ne? Bei der Stadt nicht so. Ne? Aber naja, nee, aber der hat immer, wie gesagt, so die passenden Worte und macht das immer ganz gut. Ne? Im Gegensatz zu Meierkorn. Der ist ja manchmal so dumm, für guten Tag zu sagen. Wenn er was braucht, so ist er dann. Sah dann neulich, ob ich immer könnt nach seiner Brausetasse gucken, da wird irgendwas nicht stimmen. Hat ja ein neues Badezimmer, ne? Wollt er zusammen mit seinem Schwager, wollte sie alles selbst machen, nicht? Und wissen Sie, da auch nur Daumen. Haben Sie unter der Brausetasse vergessen, das Abflussrohr dran zu machen? Haben sie unten drunter in die Küche unfreiwillig geduscht. Abgesehen davon, gefällt mir sein Bad, gefällt mir nicht. Mir zu unmodern.
keine Bar, das ist ein Bad. Wie Sie es wahrscheinlich auch haben, nicht? Ich habe an der Wand habe ich so türkische, so türkisene Platte. Nicht? Die Badewanne ist hellblau abgesetzt. Und unter der Oberkante von der Badewanne ist noch so ein rosa Streifen. Der Boden auch alles mit Platte, also verschiedene Blautönen. Es sind stellenweise noch ein paar grüne Platte dazwischen. Nicht? Und der hat in seinem Badezimmer zwei Waschbecken. Ich will schon eins vor meins und eins vor uns. Über den Waschbecken ein Riesenspiegel, heißt der Kurti, hat schon zugenommen. Nicht? Jetzt hat der in dem Badezimmer eine Badewanne, die ist, wenn ich brauche jetzt Ihnen jetzt erklären, wie eine Badewanne aussieht. Nicht? Aber der Badewanne ist so in Ecke eingebaut, hat eine ganz komische Form. Nicht? Wie wenn sie draußen in der Sonne gestanden hätten, hätte sie so verzogen. Ja. Und jetzt hat der in dem Badezimmer zwei Toiletten. Also eine mit Deckel, die andere ohne Deckel. Ne? Ha, ich sag, Kurti, für was brauchst du zwei Toiletten? Sagt er, ja, die ein wäre für die Füße. Ha, ist das in Ordnung, Kurti? Ha, ist das in Ordnung, Kurti? Ha, ich sag, wenn man Dom Brot geht, man Dom die Antwort. Und? Er hat mir noch gesagt, wie das Ding heißt. Bitte! Hat's auch danke! Hör auf! Und der hat in dem Badezimmer noch zusätzlich geduscht. Jetzt sagen Sie mal, so dreckig kann man doch gar nicht. Mein Badezimmer war damals gar nicht so teuer. Ne? Ich kenne einen, der schafft bei so einer Plattefirma, die haben die ganze Waschbecken und Badewanne und Platte und so. Und hat der mir ob der jetzt oben mit einem leeren Auto heimfahrt oder bei der Badewanne haben sie ein paar Schwierigkeiten gehabt. Ne? Haben sie dann die Rückbank ausgebaut, ne? Haben die Badewanne hingestellt und haben einen Teppich drüber gemacht. Sieht das so aus wie die Rückbank. Ne? Idee muss man haben. Ne? Idee muss man haben. Ne? Sag mal, wer ist dann da mit seinen unglücklichen Quadratfüß? Mitte durch meine Tulpe geflatscht. Ah, ich kann mir auch denken, wer es war. Stefan! Stefan! Aber gehe ich die Tierversuche. Stefan! Auf dem Auto ein Aufkleber, rettet die Natur. Und dann der Aschenbecher mit 50 Kippe hinaus auf die Straße geschickt. Ne? Stefan! Auf der Heckscheibe, also hinne. Aufkleber, Tempo 100. Pro Person im Auto. Er wehrgehe Tierversuche, weil die kosmetische Sache könnte man auch aus oder auch weglassen. Heißt ja, da löscht die ganze Affe, Hase, Hamster, Meerschweinchen, alles am Leben. Heißt ja, geh ich mit deiner Mutter aber nicht mehr fort. Wenn auf dem medizinischen Bereich muss das mit den Tierversuchen ja sein. Kannst du nicht eine ganze Familie mit einem Medikament testen, nur damit es dem Opa gut geht? Nicht?
wenn man nur nicht krank wird. Ne? Bin vor der Krankheit habe ich keine Angst, nicht, aber vor den Ärzten. So sagt doch jeder was anderes. Nicht? Wenn man es am Herz hat, sagt er, ja, sie müssen sich bewegen. Wenn man sich bewegt, sagt der Hals-, Nase-, Ohrenarzt, ach Gott, bei dem Knie darf sie nicht laufen. Ja, dann macht man gar nichts, lädt sich ins Bett, ist der Friseur unzufrieden, weil am Hinterkopf die Frisur flach wird. Ja, wenn man so will, darf man ja gar nichts mehr machen. Nichts mehr essen, nichts mehr trinken. Nichts mehr essen, nichts mehr trinken. Hört? Ja. Nichts mehr essen, nichts mehr trinken. Wo ich gerade was vom Essen vom Trinken sage. Früher hat man keine noch aufs Frischhaltedatum gegoogelt. Stimmt auch nicht mehr. Ne? Alles gefälscht. Alles gefälscht. Deutsche Markenbutter kommt aus Holland, französischer Wein aus Italien, italienische Spaghetti aus der Packung. Und die Hemden nicht mehr aus der Reinigung zurück. Und wenn sie zurückkommen, sind es Hose. Bin gut. So davon geht die Welt nicht unter, nicht? Aber man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Sagen Sie mal, können Sie sich das vorstellen, wie das mit dem Weltuntergang, wie das funktionieren soll? Dass dann so schwarze, dunkle Wolken zusammenziehen, die Leute stehen alter, gucken alter und nuff, nicht? Dann gehen die Wolke wieder auseinander, wo dann alle Nationen auf den Deckel kriegen. Ja. Freue mich heute schon drauf, wenn der Meierkott rankommt. Ja, da stehst du dann da und dann muss man Rechenschaft hinlegen. Vor alle Leute. Jeder Einzelne. Vor alle Leute. Jeder Einzelne. Russe, Türke, Neger, Italiener, Franzose, Bayern. Was da Hauptzeit drauf geht. Entweder haben die dann eine Menge Mitarbeiter. Nicht? Oder es gibt Wartezeiten wie bei einem Zahnarzt, der nicht mehr praktiziert. Ne? Und ob man dann wirklich noch einmal all die trifft, die schon tot sind. Ne? Was das ein Gedränge gibt. Ne? Und die Bestzeit ist dann wahrscheinlich am mittags um 12, weil dann doch viel esse. Ne? Es war halt nur mal so, wie die Leute sich das halt vorstellen, ne? Du lieber Gott. Ich vermute ja auch, dass das, wenn das immer so weit ist, dass sich das ankündigt. Nicht? Wie bei der Stadt, wenn sie das Gas abstellen. Ne? Kommt ja auch immer vorher ein Rundschreiben und so. Jo. Ist Ihnen schon immer aufgefallen, die stellen ja das Gas immer zu der besten Zeit ab. Ne? Neulich bei uns sonntags von 10:30 bis 1 Uhr sagt Hilde, ja, da könnten wir ja dann essen gehen. Ne? Und ich bin ja da nicht so. Ha, ich sag, gut, bevor wir gar nichts essen, sind wir da in einem Lokal bei uns in der Nähe und da hat man keine früher wirklich gut dort essen. Heutzutage ist das nur noch wenig aber teuer. Wenig aber teuer. Fangen die an mit wie? Aperitif und Menü. Ha, ich wollte keinen Kuhaufenthalt machen. Ha, ich will was essen und dann gehen wir wieder heim. Sagt Hilde, es ist doch jetzt egal. Ha, das ist mir egal. Nicht?
Also, wenn es nicht passt oder so, was sagen, dann gehen wir gleich. Naja, gut. Es Hilde hat Fisch gegessen, war so Fischröllchen. War so Spinat drin gewickelt. Der lässt sich ja ganz gut wickeln. Ne? Also jedenfalls besser wie die ungekochte Spaghetti. Ne? Und jo. Und es waren zwei so Fischröllchen. War ein Fischröllchen vielleicht so groß wie ein Flaschenkorken. Ne? Hans hat Teller noch ein bisschen dreckig gemacht, mit Reis. Sagt Hilde, ihm wird das reichen. Ha, ich sag, Alter, wird es mir auch reichen. Ich han, was war's dann so? Ja, wie ein Steak. Ne? Ja, wie ein Steak. Nicht? Ein Steak. Viertel so groß und mehr Handfläche. Also ohne die Finger, nicht? Und da war noch so ein bisschen gebackter Kartoffelpüree. Nicht? Und da ist noch aus Versehen noch ein bisschen Gemüse auf den Teller gefallen. Denn die Erbsen haben die Tränen in der Aue gestanden. Ja. Und da habe ich mal die Bedienung hergerufen. Ha, ich sage, sagen Sie mal, haben Sie das Essen im Trockner gehabt? Also, ich verstehe das nicht. Beim Essen wäre sie ausgezeichnet mit Sternen, wenn sie aus einem Schnitzel drei Portionen machen. Und wenn der Wirt das Bier nicht richtig ausschenkt, geht er die Konzeption entzogen. Ja, das ist so. Das ist so. Wissen Sie, was ich Ihnen sagen? Wissen Sie, was ich Ihnen sagen? Kann ich Ihnen sagen. Da lass ich mir lieber den Mare auspumpen. Da weiß ich wenigstens, warum ich Hunger habe. Das Dollste war, sagt Hilde im Lokal noch, denk dran, dass du morgen früh für unser Elektroherd ein neuer Knopf kaufst, ne? Für die Armaturen. Ne? Ist uns ihnen gefallen, wir haben gar kein Gas. Ja, brauchst du auch noch zu lachen. Sag mal, wird es schon dunkel? Tatsächlich mal die Lampe anmachen, dass wir was sehen. Ne? Wenn sie frech wäre, mache ich es wieder aus. Ne? Habe ich vor das Jahr einen Tag vor unserem Hochzeitstag habe ich die aufgehängt, die Lampe. Und so lange hänge die schon. Ne? Jo. Ah ja, Gott, sagen Sie mal. Ne? Ich darf nicht vergessen, den Burkhard Emil anzurufen. Wir wollten gestern oben noch zusammen telefonieren. Heute morgen ruft er an, war ganz aufgeregt. Sag der Heinz, wieso hast dann du nicht angerufen? Ich sage, Emil, ich habe von 7:30 bis 11 Uhr ständig versucht, dich zu erreichen. Sada, jetzt pass auf. Sada, du hast mich erkönne, nicht erreiche, ich war ja gar nicht zu Hause. Ich sage, jo, Emil. Ich sage, mach doch heute Nacht mal ins Kopfkissen Eiswürfel. Wenn es sieht, der wird dir jetzt zugeben und wird sagen, gut, Heinz, hast recht. Oft so. Nicht? Neulich Interview gesehen oder am Fernsehen gehört, sagt ein Reporter zu einem Chef von einer Chemiefirma oder wie man das sagt, ob das wirklich stimmen wird, dass von seinem Werk aus direkt Röhre abgeleitet sind in der Rhein. Sagt, das wäre der größte Quatsch, den er je gehört hat. Es wird nicht Röhre, sondern Rohre heißen. Ah.
das steckt mir die ganze Zeit schon in den Knochen. Gewitter und Dorsch, das merke ich schon lange vorher. Ne? Wenn ich es wüsste, würde ich noch verschiedene Sachen wegräumen, aber wahrscheinlich gibt es nicht viel. Ne? Ich habe neulich auch im Garten geschafft, das war allerdings mittags. Ne? Komme dunkle Wolke, ich alles weggeräumt, wie alles in der Garage war, fang die Sonne an zu scheinen. Ne? Aus Schaden wird man klug. Ne? Oh, wow, 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 hat der Wetterbericht doch recht gehabt. Ne? Niederschlagsfrei. Ne? Vielleicht rennt es auch nur in meinem Garten, man weiß es nicht. Gucken Sie, dass Sie trocken heimkommen. Wiedersehen. Ich komme jetzt noch so 8, 9 Mal. wir waren neulich, waren wir in einer Trinke, wollte schon nach Haus gehen, es war 11:30, 12, 12, halb drei. Ne? Und es sagte Meier kurz oder wer, er wüsste noch ein Lokal, da könnte man noch hingehen, da könnte man noch was trinken. Ne? Nein, es sind wir dorthin, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo das war, und wir gehen in das Lokal, ich laufe voll gegen das Buffet. Da war es so dunkel, nicht? War so ein bisschen rotes Licht und so ein bisschen grünes Licht. Nicht? Und da hatte ich noch gesagt, komm, wir gehen die Wolle zumachen. Nicht? Und da sah er, nein, im Gegenteil, die mache jetzt erst uff. Ich weiß nicht, wie er das gemeint hat. Nicht? Naja Gott, wir stehen so am Buffet und ich gucke und dann kommt hin, aus dem Ecke kommt so ein Fräulein und ich gucke so, gucke nochmal. Und für den Fall, dass ich mich vielleicht verguckt hätte, gucke nochmal. War Dio obenrum ganz barfüßig. Ich habe noch gedacht, Fräuleinchen, hast du auch schon lange nicht mehr die Schnuppe gehabt. Kommen noch zwei oder drei, eins sitzt sich direkt neben mich. Sonst die Stühl all frei. Ne? Und auch obenrum voll im Freien gestanden. Sagt's guten Abend. Und ich sagte, ja, ja. Und ich sagte, Fräuleinchen, hast du nicht kalt. Nein, es hätte heiß. Heiß, du wärst schon Fieber an. Satz, darf ich etwas trinken? Ja, ist doch so. Das darf ich. Also, ich kann dir keine Vorschriften machen. Ich bin nicht der Vater. Heiß, wenn du es bezahlen kannst. Ja, das müsste ich bezahlen. Heiß, ja, und was wäre das? Ein, wie? Cocktail. Heißt ja, und was wird das kosten? 20 Mai. Heißt ja, brauchst du gleich die ganze. Was? Jo. Heißt ja, brauchst du gleich die ganze Flasche zu trinken. Fang ich mal mit dem Gläschen an. Satz, wäre der Preis für ein Gläschen? Heißt, wie ein Gläschen 20 Mark? Heißt, ein Gläschen 20 Mark? Heißt, wenn man so rumläuft, brauchst du das Geld für Hustensaft.
Satz, Sie sind aber sehr lustig. Steht auf und geht fort. Jetzt stellen Sie sich mal vor, ich gehe nach meinem Stammtisch, ziehe mich neben den Meierkurt, ziehe das Hemd aus. Und sagen, darf ich etwas trinken? Da ruft doch der das Rotkreuz an. Und schlägt mir noch ein Martinshorn. Und sagt, der Bäcker Hans hat den Überblick verloren. Da bleib ich in Zukunft am Stammtisch, da weiß ich, wo ich bin und was ich trinke. Mach ich ja. Ne? So, gehe ich noch Bier kalt schnell, eins trinke ich noch, gehe ich mein Bett. Also, auf Wiedersehen. Thank you.